So, Sonntagmorgen nach dem Geburtstag von meinem Lieblingshufschmied. Wir sind relativ früh abgehauen, weil wir sind jetzt schnell am Frühstücken. Wir müssen los zum Burenmarkt. Da machen wir mit unserer Bühne und mit dem Hacker hier so ein bisschen, ja, nettes Programm. Und ihr seid dabei. So, Sonntag, Burenmarkt und wir sehen, der Chef hängt ab. Skandalös, oder? Yoga. Anne züchtet neue Baumpflege heran. Kurzer Bericht vom Burenmarkt. Hanne wirbt fleißig. Neue Mitarbeiter anlernen. Schwierig für den Zwerg oben rüber zu gucken, aber das kriegen sie schon hin. Morgen geht es dann jetzt los. Hier ist der Brief. Hier ist der Brief vom Dicken, also von Lümer. Warte, irgendwo hier dazwischen ist er. Da ist er. Das ist der Brief vom Volvo. Damit gehe ich jetzt zum Straßenverkehrsamt. Das Auto ist ja bezahlt, deswegen habe ich den Brief. Und ja, dann ist hier nochmal für Ruby ein paar Eintragungen müssen gemacht werden. Also ab zum Straßenverkehrsamt und den Papierkram erledigen. Ja, ihr Lieben, jetzt ist es amtlich. Da ist der Brief. In dem Brief bin ich als erster Halter eingetragen. 10.10.22. Und hier sind die Kennzeichen. Ja. 848 war noch so als einigermaßen nett zu merkende Zahl, die dann auch nett aussieht zu haben. Viele haben gefragt, warum laufen die Autos auf TM? Naja, das könnt ihr euch ganz einfach vorstellen. Ich habe keinen Bock, 10 Autos umzumelden mit anderen Kennzeichen, zumal AM oder auch BM, Baumpflege Mertens oder eben AM für mich, für den Inhaber,
sind kaum kennzeichenfrei. Und wir haben ja bei TM diese ganzen fortlaufenden Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann eben auch wieder rückwärts mit 3, 2, 1, zum Beispiel am Hacker, 6, 5, 4 und so eine Geschichten. Und das gibt es eben bei BM oder AM leider nicht. Und 8, 4, 8 fand ich eben auch ganz nett. Ja, und deshalb sind wir einfach bei den Initialen geblieben. Der Jeep hat auch neue Kennzeichen. Das alte Kennzeichen sah ja ziemlich zerdeppert aus. Das ist auch neu gekommen. Ja, jetzt werde ich den ganzen Brief und den ganzen Plunder mal wieder eintüten. Und dann fahren wir auf die Baustelle. Ihr seht, ich habe die Fernbedienung mit. Ich muss jetzt gleich also Fräsen fahren. Mein Klettergaraffel liegt auch im Auto. Ich war gestern noch klettern. Und dann läuft das schon. Die Jungs sind eine Kastanie einkürzen, danach zwei Buchen einkürzen. Das wird schon. Oh, ich bin hier auf der Baustelle von Wolfi Gartenbau und fräse jetzt die Wurzel. Hab mich da einmal gerade am LKW vorbeigequetscht. Aber das passte schon. Wie man sieht, ich bin noch dreckig, ungeduscht, voller Sägespäne. Gerade nach Hause gekommen, 6:30. Zum Glück ist noch hell. Ist heute mal wieder ein bisschen eskaliert. Ich klemme euch hier mal hin. Was ist gekommen? Paket von Zettel. Was ist da drin? Richtig. Meine Aufkleber für die Container. Die Werbung für mein Auto. Gut verpackt. Die Jungs von Zettel haben es echt drauf. Die haben eben die Werbung für mich konzipiert. Und Alter, guckt euch das an. Echt tipptopp verpackt. Ne? Also es hätte auch ruhig regnen können und so. Das sind die neuen Werbefolien für meinen Container mit, so wird es da mal fertig aussehen. Das ist die Rückseite von dem Container, hinten wo die Türen sind, das sind die Seiten. Ja, und es gibt eine Überraschung extra für euch, streng limitiert haben wir Aufkleber anfertigen lassen. Oha. Da kann man sehen, wie die Ochsen von Hermes damit rumfeuern. Und zwar Hulk-Aufkleber. Wie sie auf unserem Auto zu finden sein werden. Insgesamt nur 100 Stück. Ich verteile die an meine Kanalmitglieder. Das ist auch eine gute Idee. Das kann ich natürlich auch machen, dass die Kanalmitglieder die kriegen. Sehr, sehr schön. Das sind also die Folien. Lasst euch überraschen.
Wir werden natürlich das Bekleben dann auch in einem Video zeigen. Ja, sehr schön, da wisst ihr Bescheid. Morgen müssen 4 Tannen geklettert werden für Carsten, für den haben wir schon öfter gearbeitet. Sehr kurzes Mittwochsvideo, ihr Lieben, liegt daran, ich habe es ja schon im Sonntagsvideo angekündigt, wir sind unterwegs mit dem Dicken, ja, Container abholen und diese Geschichte, wann der beklebt wird, muss ich jetzt nochmal gucken, weil eigentlich geht das Auto direkt in den Einsatz und wir arbeiten auch diesen Samstag und Sonntag sind ja Besichtigungen, das heißt, ja, und die Woche drauf, den Samstag arbeite ich auch, da gebe ich nämlich wieder Kettensägenkurs, tja. Wird also ein bisschen schwierig, den in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen zu bekleben. Naja, aber so ist das eben, Leben in der Lage. Ja, ich habe es im Video angekündigt, die Hulk-Aufkleber, 100 Stück an der Zahl, streng limitiert, werden an meine Kanalmitglieder gehen. Ich werde da also jetzt einen Post machen auf der Community-Seite für die Kanalmitglieder. Lasst euch überraschen. Und dann können die Kanalmitglieder exklusiv den Hulk-Aufkleber bekommen von mir. Als Bonbon für die langjährige Unterstützung von vielen, vielen von euch. Da sind wirklich welche quasi schon seit der ersten Stunde Kanalmitglied. Und damit die dann mal ein nettes Bonbon zurückbekommen, außerhalb der Rabatte. Ne, es gibt ja im Shop auch für die Kanalmitglieder mit dem speziellen Kanalmitgliedschaftscode, den ich auch auf der Community-Seite gepostet habe, gibt es ja Rabatte im Shop. Und jetzt gibt es eben auch exklusiv für die Kanalmitglieder den Hulk-Fan-Aufkleber. Es wird demnächst auch wieder neue Support-Polos geben, auch da sind wir dran. Aber lasst uns erstmal bitte mit dem Hulk ein wenig zurechtkommen, dass sich das alles einspielt. Und dann geht es auch für die Kanalmitglieder wieder weiter mit besonderen Bonbons. Also, schönen Mittwoch wünsche ich euch. Und wir sehen uns dann am Sonntag mit dem Tannenvideo Klettern